Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 12. Webinar der Webinarreihe Systems Engineering Live. Mein Name ist Lukas Breetz, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IEM und moderiere für Sie alle 14 Tage ein Webinar rund um spannende Themen der Produktentstehung der Zukunft. Dieses Mal geht es um das Thema Modularisierung und inwiefern die Modularisierung auch dann spannend ist, wenn man nicht über ein Großserienprodukt spricht, sondern sogar um Einzelstücke. Und dafür übergebe ich nun gerne an meinen Kollegen Tobias Seidenberg. Alles klar. Lukas, besten Dank für die Einführung. Dann von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Ich möchte heute in den nächsten 25 bis 30 Minuten Ihnen allen das Thema Modularisierung ein bisschen näher bringen und werde das Ganze am Beispiel von Schiffen machen. Mein Name ist Tobias Seidenberg. Ich habe an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe Produktion und Management studiert, bin jetzt dabei, an der Uni Paderborn zu promovieren, auch im Bereich Maschinenbau. Und habe, bevor ich ans Fraunhofer gekommen bin, Praxiserfahrung bei Bosch im Bereich Qualitätsmethoden in der Produktion und bei Miele im Bereich 3D-Druck gesammelt und beschäftige mich jetzt am Fraunhofer IEM seit gut 2 Jahren mit dem Thema Modularisierung. Zum Vortrag heute. Ich werde beginnen, die Motivation, warum man sich mit dem Thema eigentlich auseinandersetzen sollte, herzuleiten. Dann zeige ich einmal das mögliche Vorgehen auf, wie man also modularisieren kann. Und dann werden wir abschließend einmal beschreiben, was es für Auswirkungen eigentlich gibt und wo die liegen. Ganz zum Schluss gibt es da noch eine kurze Zusammenfassung. Wir beginnen also einmal mit der Motivation. Und das möchte ich gerne anhand von den besagten Schiffen machen. Modularisierung ist ein sehr abstraktes Thema und man kann das ganz gut greifbar machen, wenn es ein praktisches Beispiel gibt, was sich so ein bisschen durchzieht. Das werde ich heute anhand von dem Tram-Projekt machen. Das ist also ein Projekt, in dem ich arbeite. Das ist von der EU gefördert. Und da geht es darum, dass man elektrische Schiffe bauen möchte. Und zwar keine Einzelstücke, sondern letztendlich eine modulare Serie. Und das Besondere an diesem Forschungsprojekt ist, dass es tatsächlich einen Demonstrator geben wird. Das ist bei so Forschungsprojekten nicht immer selbstverständlich. Aber in diesem Fall wird tatsächlich ein vollelektrisches Schiff gebaut. Und es wird tatsächlich das schnellste batteriebetriebene Schiff sein, was es im Moment gibt. Und es dauert noch ungefähr ein Jahr, dann sind wir optimistisch, dass es schwimmt. Jetzt kann man sich fragen, okay, so ein batteriebetriebenes Schiff, ist das überhaupt relevant? Warum muss ich da modularisieren? Das möchte ich einmal ganz kurz herleiten. Und zwar am Beispiel von unseren Partnern, das sind im Prinzip die Nahverkehrsbetriebe in Stavanger, Norwegen. Die betreiben insgesamt 400 Busse. Und 10 Schnellfähren. Und wenn man sich jetzt anschaut, welches Verkehrsmittel wie viel Personenkilometer absolviert, dann stellen wir fest, dass Fähren natürlich überproportional viele Personenkilometer absolvieren. Das liegt daran, dass es schlichterdings zwischen den Stopps eine längere Zeit ist und dass auf so ein Schiff ungefähr 150 Passagiere passen, was natürlich auch mehr ist, als normalerweise in einem Bus transportiert wird. Sehr interessant wird das Ganze, wenn man sich zusätzlich die CO2-Emissionen anschaut. Und zwar ist es so, dass also 10% dieser Personenkilometer mit 51% der CO2-Emissionen ja letztendlich erkauft werden. Und da der Transportsektor global gesehen ungefähr 25% der CO2-Emissionen verursacht, ist das ein Thema, was man angehen muss, nicht erst seitdem Friday for Futures vor einer Woche wieder auf die Straßen gegangen ist. In Norwegen geht man das Thema an. Da gibt es mittlerweile Regularien, die in naher Zukunft den CO2-Ausstoß reduzieren, die dazu führen, dass, wenn man ein neues Schiff kaufen möchte, das Ganze emissionsarm oder sogar emissionslos sein muss. Jetzt kann man sagen, die Norweger, die haben auch eine sehr komfortable Situation, dadurch, dass die Wasserkraft ohne Ende haben, damit wirklich grünen Strom. Der Druck entsteht aber auch in anderen Teilen der Erde. Ein weiteres Beispiel ist in London. Auf der Themse fahren ungefähr 30 Schiffe und das sind bis heute ausschließlich dieselbetriebene Schiffe. Ansonsten gibt es in London schon eine Umweltzone, wo Dieselfahrzeuge eigentlich schon gar nicht mehr reinfahren dürfen und wenn, dann mit hohen Strafgeldern. Auf der Themse selber werden diese Umweltzonen demnächst auch umgesetzt. The Port of London Authority ist da die relevante Instanz, die diese Regularien vorgeben kann. Und die sagen, ab 2023 möchten wir 15% weniger CO2-Emissionen verursachen. Und das wird dann letztendlich umgelegt auf jeden, der auf dieser Themse fahren möchte. Das heißt, in Zukunft, spätestens 2051,
werden alle Schiffe, die dort fahren, emissionsfrei sein müssen, um nicht horrende Strafen bezahlen zu müssen. Das Ganze ließ sich mit verschiedenen Beispielen weiter ausführen. Auch in New York, Istanbul oder Hamburg gibt es die gleichen Ansätze, sind einige Schiffe, die letztendlich umgestellt werden müssen. Jetzt liegt es nahe zu sagen, alles klar, dann müssen die halt neue Schiffe kaufen. Ganz so einfach ist es leider nicht. Und zwar wird jedes Schiff wirklich individuell entwickelt und hergestellt. Und so eine einfache Wiederverwendung vom Schiffsdesign auf anderen Routen, die ist nicht möglich. Das heißt, ich kann jetzt das Schiff, was in London fährt, nicht einfach über die Nordsee fahren und danach in Norwegen benutzen. Das ist für ganz andere Anforderungen gebaut worden. Das fängt bei der Anzahl der Passagiere an. Wenige Passagiere können da schon einen großen Unterschied machen. Die Geschwindigkeit, die zurückgelegt wird, das Geschwindigkeitsprofil, das ist ein ganz anderes. Da treten entsprechend teilweise drastische hydrodynamische Effekte auf. So ein Schiff ist immer für einen Geschwindigkeitsbereich optimiert und außerhalb von diesem Geschwindigkeitsbereich ist es sehr ineffizient. Das Routenprofil ändert sich natürlich. Die Anzahl der Stopps, das ist ein Elektroschiff. Wo kann ich das Schiff laden? Wie oft kann ich es laden? Wie lange kann ich es laden? All das sind Einflussfaktoren, die von der Route vorgegeben werden. Dann gibt es noch Standortfaktoren. Wir haben jetzt über Fähren in westlichen Ländern gesprochen. Gerade im asiatischen Raum gibt es viele Staaten, die auf solche Fähren angewiesen sind, die da wie in London auch in einer Art Busbetrieb fahren und die Inseln miteinander verbinden. Da gibt es zum Beispiel gar keine Sitzplätze im Regelfall. In London gibt es nicht nur Sitzplätze, da gibt es für gewöhnlich eine ganze Bar. Ja, das sind also ganz andere Anforderungen, die an diese Fähre gestellt werden. Die Vorschriften sind natürlich auch ortsgegeben unterschiedlich, teilweise sogar innerhalb eines Landes. Jetzt ist der Punkt, dass diese Fähren trotzdem immer noch die gleiche Funktion bereitstellen. Sie transportieren Menschen übers Wasser, und zwar relativ schnell und auf relativ kurzen Strecken. Nichtsdestotrotz sind die Anforderungen etwas unterschiedlich. Und genau das ist so eine Problemstellung, die man mit Modularisierung möglicherweise lösen kann. Das heißt, es soll die gleiche Basisfunktion erbracht werden, Menschen übers Wasser transportieren, aber sie ist ein bisschen anders ausgestaltet und ein bisschen anders realisiert. Und damit kommen wir zum Vorgehen, wie man vorgehen kann, um so eine Modularisierung durchzuführen. Da möchte ich zunächst mal eine kleine Einordnung machen. Wenn ich von Schiffen und Modularisierung rede, dann hat jeder schnell das Bild im Kopf von der Tagesschau, von der Meyer-Werft, von großen Blöcken, die zusammengeschweißt werden. Das ist keine Modularisierung. Das ist im Regelfall eine blockbasierte Fertigung. Und das ist der Punkt, es ist ein fertigungsgetriebener Prozess. Da gibt es also eine Limitierung von bestehenden Produktionsanlagen. Solche Stahlteile können einfach nicht beliebig groß sein, wenn sie immer noch gehandelt werden können. Bei so kleinen Schiffen, verhältnismäßig kleinen Schiffen, über die ich jetzt rede, im Bereich von 30 Metern, vielleicht auch 40 Metern, da ist das noch kein Problem. So ein Schiff kann mit einem ordentlichen Kran in einem Teil bewegt werden. Das heißt, es ist nicht notwendig, das in einzelnen Blöcken zu produzieren. Trotzdem möchten wir modularisieren. Und zwar, die Modularisierung hat ihre Heimat in der Produktentwicklung. Das heißt, es ist ein entwicklungsgetriebenes Thema. Und wir möchten eben nicht nur, aber auch Vorteile und positive Effekte in der Produktion erzielen, sondern über den gesamten Lebenszyklus. Das ist also der wesentliche Unterschied in der Motivation. Die blockbasierte Fertigung ist fertigungsgetrieben und die modulare Produktentwicklung ist wirklich ein entwicklungsgetriebenes Thema. Jetzt möchte ich noch ein bisschen näher ausführen, was eigentlich so ein modulares Produkt ist. Wir benutzen da den Begriff System, weil das was Abstraktes ist und damit kann man diesen Sachverhalt sehr gut beschreiben. Das heißt, wir fangen einmal links an mit den unabhängigen Systemen. Da gibt es also zwei Systeme, die zwar miteinander arbeiten können, die aber nicht benötigen, also die sich gegenseitig nicht benötigen, um eine Funktion bereitzustellen. Ein tolles Beispiel dafür ist ein Laptop und ein Tablet. Das Laptop gibt dem Benutzer die Möglichkeit, mit dem Internet zu interagieren. Das Tablet tut das auch und sie tun das unabhängig voneinander. Das heißt, es wird nicht beides benötigt, um diese Funktion dem Benutzer bereitzustellen. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich das Tablet mit dem Laptop verbinden, zum Beispiel in einem Konferenzcall, wie wir uns gerade befinden. Bei der modularen Systemarchitektur, was ja unser Zielbild ist, deshalb ist das hier schon mal rot eingerahmt,
fällt es sich ein bisschen anders. Die Systeme sind schon miteinander verbunden und sie werden auch beide benötigt, um die Funktion nach außen hin für den Benutzer bereitzustellen. Ein super Beispiel ist ein Desktop-Computer und ein Bildschirm. Man braucht beides, damit die Funktion für den Benutzer erfahrbar ist. Das heißt, ich brauche einen Computer und ein Display, um mit dem Internet zu interagieren. Ich kann allerdings beide Komponenten unabhängig voneinander beschaffen und austauschen. Das heißt, wenn ich einen guten Computer habe und mein Bildschirm ist kaputt, kann ich den austauschen, auch gegen ein anderes Modell. Das geht deshalb, weil es dazwischen ein Standardinterface gibt. In diesem Beispiel wäre das zum Beispiel das HDMI-Kabel. Dieser HDMI-Stecker ist genormt, den gibt es an fast jedem Rechner und an fast jedem Display. Deshalb kann ich die austauschen und unabhängig voneinander auswählen. Das ist die Idee von Modularisierung. Die Funktion wird gemeinsam bereitgestellt von Komponenten, die unabhängig voneinander konfigurierbar und austauschbar sind. Demgegenüber gibt es noch ein integrales System. Ein super Beispiel für ein integrales System ist ein Laptop. Beim Laptop gibt es auch eine Display-Einheit und eine Recheneinheit. Die sind aber sehr eng miteinander verwoben. Und ich kann nicht ein Notebook kaufen und das Display dann frei austauschen. Ich kann es reparieren und durch ein gleiches, identisches Panel ersetzen. Aber ich kann nicht sagen, okay, ich habe einen 13 Zoll Laptop gekauft und jetzt möchte ich ein 17 Zoll Display. Das funktioniert nicht. Das liegt eben daran, weil die Beziehung zwischen diesen beiden Teilsystemen sehr eng ist und weil es dazwischen kein standardisiertes Interface gibt. Als Sonderfall ist hier noch die inadäquate Systemarchitektur aufgeführt. Die soll uns daran erinnern, dass die Systemgrenzen nicht immer so verlaufen, wie wir uns das zunächst annehmen. Das heißt, die Definition von diesen Systemgrenzen ist nicht immer intuitiv. Und so kann es vorkommen, dass man denkt, es handelt sich um zwei Systeme, obwohl es eigentlich ein System ist. Auch kann es sein, dass man zwei Systeme festlegt und hinterher feststellt, dass man die Grenzen an der falschen Stelle gezogen hat. Jetzt wissen wir, dass es unterschiedliche Architekturtypen gibt. Wir schauen jetzt ein bisschen tiefer hinein, was für Ausprägungen es von dieser modularen Systemarchitektur gibt. Hier gibt es eine ganze Bandbreite von weiß bis schwarz in verschiedensten Schattierungen. Wir fangen auf der linken Seite mit den Produktfamilien an. Das ist sozusagen die einfachste Form. Bei einer Produktfamilie wird die Funktion immer mit dem gleichen Wirkprinzip bereitgestellt. Es unterscheidet sich insofern die einzelnen Mitglieder dieser Produktfamilien, dass einzelne Parameter variiert werden. Das kann zum Beispiel die Größe sein oder die Kraft, etwas in der Art. Dann gibt es die Standardisierung. Da habe ich also ein bereits bestehendes Produktportfolio. Und dieses Produktportfolio möchte ich ein bisschen straffen und restrukturieren. Und dadurch suche ich also meine Teile nach gleichen Funktionen. Ich sehe dann also zum Beispiel, dass eine Funktion immer von ähnlichen Teilen erbracht wird. Und diese Funktion wird dann in Zukunft nur noch von einem Standardteil erbracht. Und so kann ich meine interne Komplexität reduzieren. Dann gibt es die Gleichmodulstrategie. Das ist also schon in der Entwicklung dann ein Ansatz, wo ein neues Produkt so entwickelt wird, dass es systematisch möglichst viele bestehende Produkte wiederverwendet und das produktfamilienübergreifend. Dann gibt es die Plattformstrategie. Plattformstrategie, das ist ein Begriff, der wird sehr häufig genutzt. Die Plattformstrategie als solche ist auch sehr verbreitet in der Anwendung. Das muss man sich so vorstellen, dass man ein zentrales Element hat in der Mitte, was alle weiteren Schnittstellen für weitere Module bereitstellt. Diese Plattform muss aber nicht unbedingt ein Stück Blech sein. Es muss nichts Physisches sein, sondern es ist in erster Linie etwas Logisches. Das heißt, diese Plattform bietet alle Schnittstellen, um weitere Module und weitere Funktionen hinzuzufügen. Die Kernfunktionen werden aber in der Regel durch die Plattform selber abgebildet. Bekannter Verfechter ist da natürlich Volkswagen, die ganze Plattformen und mehrere Plattformen geschaffen haben und so in sehr kurzer Zeit viele Varianten von Kraftfahrzeugen auf den Markt bringen können. Die maximale Ausbaustufe wäre dann ein modularer Produktbaukasten. Da haben wir also ein vollständig modularisiertes Produktportfolio und können einzelne Elemente immer wieder beliebig zu neuen Produkten kombinieren. Das ist zumindest ein sehr ambitioniertes Ziel und im Moment sehen wir, dass die Plattformstrategie die verbreitetste Variante ist. Es stellt sich die Frage, wie können wir denn zum Beispiel so eine Plattformstrategie erreichen? Wie können wir die umsetzen?
Da möchte ich jetzt einmal kurz vorstellen, wie so Modularisierungsansätze funktionieren. Dafür müssen wir zunächst einmal den Begriff der Produktarchitektur verstehen. Links unten sehen wir da eine kleine Übersicht. Die Produktarchitektur besteht also aus zwei Bestandteilen. Einmal der Funktionsstruktur. Das ist also eine funktionale Produktbeschreibung. Da geht es noch nicht um die Geometrie. Es ist eine rein oft hierarchisch aufgebaute Funktionsstruktur, die also darstellt, welche Funktionen von dem Produkt bereitgestellt oder erbracht werden sollen. Dann gibt es die Produktstruktur. Das ist eine physische oder logische Beschreibung, wie das Produkt hinterher aufgebaut sein soll. Auch hier gibt es häufig hierarchische Strukturen. Wir werden gleich aber auch ein anderes Beispiel sehen. Und wenn ich mir jetzt rechts oben anschaue, was ich erreichen möchte, ist diese Funktionselemente auf einzelne physische Elemente zu mappen. Das heißt, ich möchte hinterher eine 1-zu-1-Beziehung zwischen funktionalen Elementen und physischen Elementen haben. Das hat den Vorteil, dass wenn sich jetzt eine funktionale Anforderung ändert, ich auch nur ein Modul austauschen muss oder ein physisches Element. Und da gibt es dann verschiedene Grade, die ich da bilden kann. Das heißt, es gibt Grundfunktionen, die ich immer brauche, die auch immer durch Grundbausteine bereitgestellt werden. Oder es gibt dann zum Beispiel auch auftragsspezifische Funktionen, die dann individuell realisiert werden müssen. Das sind eben keine Standardbausteine. Allerdings gibt es ein Interface, auf meiner Plattform zum Beispiel, was es mir erlaubt, diese individuellen zusätzlichen Features zu implementieren. Jetzt habe ich hier einmal eine Abbildung, wie man das denn dann erreichen kann, diese 1-zu-1-Beziehung. Und zwar fängt man dann natürlich an, wie immer in der Produktentwicklung, mit den Anforderungen. Dann ist es ja zunächst erstmal schon mal eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, die Bedürfnisse des Kunden in Anforderungen zu überführen. Also dieses ganze Thema Requirements Engineering ist ja nochmal ein Riesenthema für sich. Ein Ziel ist es hier im Sinne der Modularisierung, die Bedürfnisse in einzelne Anforderungen zu überführen, und es soll möglichst ausgeschlossen werden, dass mehrere Bedürfnisse, mehrere Kundenbedürfnisse in die gleichen Anforderungen einzahlen. Das heißt, hier soll sich schon ein einzelner Strang ausbilden. Diese Systemanforderung muss dann letztendlich in eine Funktion überführt werden oder in ein Verhalten, das das System hinterher hat. Und dann ist die Idee, dieses Verhalten 1-zu-1 auf eine Komponente zu mappen. Wenn ich jetzt also vorne hier eine Änderung des Bedürfnisses habe, das Kundenbedürfnis ändert sich, dann ändert sich entsprechend auch die Anforderung meines Systems, die ich an das System habe. Entsprechend ändern sich die Funktionen und dann kann ich ein einzelnes Modul austauschen. Der Rest des Systems kann aber so weiter bestehen. Und das spart mir natürlich, oder es gibt da mehrere Effekte, die dadurch auftreten, zu denen wir gleich nochmal ausführlicher Stellung beziehen. Wie schaffe ich das jetzt, diese 1-zu-1-Beziehung über alle Ebenen möglichst einfach umzusetzen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich möchte jetzt mal einen vorstellen, den wir im Rahmen vom Tram-Projekt benutzen. Und zwar beginnt man damit, dass man auf der ersten Ebene das System als eine Art Blackbox sieht. Das hat eine große Ähnlichkeit mit der Produktentwicklung nach Konsens, wo man erstmal eine Umfeldanalyse macht. Diese Umfeldanalyse steht das System in der Mitte und die Umfeldelemente werden zu dem System in Beziehung gesetzt. Und daraus kann ich sehr gut die Anforderungen ableiten und kann auch schon zusammenfassen, wenn sich zum Beispiel ein ganzes Umfeld ändert, welche Anforderungen sich dadurch letztendlich ändern und welche neuen Einflüsse es vielleicht auf das System gibt. Und welche Einflüsse aber auch bestehen bleiben. In der zweiten Ebene, im zweiten Level, definieren wir dann Makromodule. Das heißt, wir machen das erste Mal einen kleinen, ein, ja, wir spannen dieses System letztendlich auf und gucken hinein, was sind eigentlich die Elemente dieses Systems. Und in unserem Schiffsbeispiel haben wir dann verschiedene Plattformbestandteile identifiziert. Das sind dann zum Beispiel der Rumpf oder die Brücke oder der Passagierraum oder auch das Batteriemodul. Und wir setzen diese einzelnen Module dann wieder zueinander in Beziehung. Auf diese Art und Weise können wir Schnittstellen zwischen den Modulen festlegen. Das ermöglicht es uns dann hinterher, ganze Module auszutauschen, um zum Beispiel eine Brücke
die nach norwegischem Recht zugelassen ist, auszubauen und eine einzubauen, die nach asiatischem Recht funktioniert. Dann gibt es noch die dritte Ebene, die Mikromodule. Da machen wir dann noch mal einen kleinen Deep Dive in die einzelnen Module und schauen, aus welchen Bestandteilen die eigentlich bestehen. Ich möchte jetzt einmal ein Beispiel zeigen, wie hinterher so eine Systemarchitektur aussehen kann. Das mache ich am Beispiel von Konsens. Konsens ist eine Sprache und Methode, mit der man Systeme modellieren kann. Und wir möchten halt eben keine CAD-Daten nutzen, um diese Darstellung ja, oder um diese Übersicht zu erreichen, sondern eine andere Aufbereitung. Hier im Beispiel eine Kaffeemaschine. Man kann sich jetzt vorstellen, dass es hier ganz plastisch das Stromnetz gibt. Da steht jetzt im Moment dran, dass das vielleicht 220 oder 230 Volt hat. Wenn ich das jetzt in einem Land benutzen möchte, das System, wo es 110 Volt gibt, dann muss ich offensichtlich etwas ändern. Jetzt kann man sich fragen, ist es denn sinnvoll, diese Elektronik als so ein sehr zentrales Modul hier zu haben? Oder macht es Sinn, davor ein kleines Netzteilmodul zu haben, was ich dann einzeln austausche? Das wäre dann genauso ein Effekt von Modularisierung, dass ich sage, ich habe verschiedene Zielmärkte mit verschiedenen Stromnetzen, vielleicht auch mit verschiedenen Sicherheitsanforderungen an mein Netzteil und an meine Stromversorgung. Und deshalb möchte ich das Netzteil als ein einzelnes Modul betrachten. Jetzt möchte ich einmal zu den Auswirkungen kommen. Und zwar verändert Modularisierung oder hat durchaus Effekte über den ganzen Lebenszyklus eines Produktes. Sehr offensichtlich ist, dass ich schneller entwickeln kann. Sobald ich einmal meine modulare Architektur habe, kann ich sehr schnell durch die Wiederverwendung von einzelnen Architekturbestandteilen neue Produkte entwickeln. Dadurch habe ich auch im Verkauf einen großen Vorteil. Ich habe nämlich kürzere Entwicklungszeiten und damit kürzere Lieferzeiten als meine Wettbewerber. Beim Thema Modularisierung denkt man häufig als erstes an die Produktion für die Kostenersparnis durch Gleichteile. In dem speziellen Anwendungsfall, den ich mitgebracht habe, im Fall von Fern, ist das gar nicht die Kernmotivation. Dadurch, dass ohnehin nicht unendlich viele Fern gebaut werden, sondern vielleicht einige hundert, sind die Skaleneffekte zumindest überschaubar. Es gibt Skaleneffekte, es gibt positive Auswirkungen in der Produktion, aber es gibt positive Auswirkungen halt auch überall anders. Zum Beispiel im Betrieb, wo ich gerade bei einer batterieelektrischen Fähre nach 10 Jahren Betrieb sagen kann, okay, die ersten Batterien sind jetzt verbraucht. Und wir ersetzen die durch eine neue Generation Batterien, die viel leistungsfähiger sind, viel leichter sind. Und das ist natürlich besonders leicht, wenn ich dieses ganze Modul austauschen kann und man entsprechend die Schnittstellen für diese neuen Batteriegenerationen schon vorgedacht hat. Das Gleiche gilt natürlich auch im Service. Das heißt, ich kann defekte Module durch Lagerware austauschen und auch im Recycling kann ich einzelne Module dann wiederverwenden oder kann sagen, dass ich ja, dass ich das Schiff nur umfunktioniere und vielleicht noch woanders weiterverkaufen kann. Jetzt kann ich mit der Modularisierung verschiedene Fokusse setzen. Das heißt einmal am Beispiel, was heißt das? Den Baukasten von Volkswagen habe ich schon genannt. Ein Golf 7 ist hier abgebildet von Volkswagen, der ja auf der Plattform, dem modularen Querbaukasten von Volkswagen basiert. Und den Fokus, den Volkswagen da gesetzt hat, ist sehr offensichtlich in der Entwicklung, im Verkauf und in der Produktion. Das heißt, die möchten das Fahrzeug günstig produzieren, die möchten im Verkauf eine hohe Individualisierbarkeit durch den Kunden erreichen und die Entwicklungskosten sollen natürlich gering sein. Das heißt, es gibt eine Wiederverwendung von vielen Komponenten über den ganzen Konzern. Den Betrieb und den Service hatte Volkswagen da jetzt nicht primär im Fokus. Das heißt, Volkswagen hat natürlich auch kein Interesse, die Werkstätten ja, komplett ohne Arbeit dazulassen, indem sie ein Auto bauen, was absolut nicht gewartet werden muss, was aber vielleicht auch nicht im Sinne des Kunden wäre, denn dann wäre es unfassbar teuer. Der Fokus ist aber ganz klar gesetzt hier auf die erste Hälfte des Lebenszykluses. Es gibt ein Gegenbeispiel, interessanterweise auch aus dem Hause Volkswagen, nämlich den Volkswagen 1XL. Das ist tatsächlich ein Kleinserienfahrzeug, aber es war als Serienfahrzeug bei Volkswagen um 2015 erhältlich und zeichnet sich vor allen Dingen durch seinen niedrigen Energieverbrauch aus. Das heißt, das hat mit nur 10 Liter Diesel tatsächlich 550 Kilometer zurückgelegt. Und hier lag der Fokus offensichtlich in einem anderen Bereich.
Das Fahrzeug war nicht hochgradig individualisierbar. Das heißt, es gab eher feste Ausstattungsbestandteile. Es war auch sicherlich nicht besonders ideal zu produzieren. Es wurde nämlich mehr oder weniger in Handarbeit in Osnabrück bei Karmann produziert. Stattdessen hatte es offensichtlich einen Vorteil im Betrieb. Und das ist also ein Beispiel, wie unterschiedlich selbst im gleichen Konzern das Thema Modularisierung und modulare Entwicklung angegangen werden kann. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel aus dem Bereich der Investitionsgüter geben. Und zwar Airbus und Boeing. Beide bauen viele Flugzeuge, sind sicherlich die beiden Weltmarktführer für Passagierflugzeuge. Die modularisieren tatsächlich aber sehr unterschiedlich. Und zwar baut Airbus zum Beispiel Flugzeuge, die optimieren das auf eine Nutzungsdauer von 10 Jahren. Die Kunden sind dann ganz klassisch zum Beispiel Lufthansa, die tauschen nach 10 oder vielleicht auch 15 Jahren normalerweise ihre Flugzeuge aus, damit die von den aktuellsten Produkten profitieren können und die erhoffen sich dadurch durch diese kürzere Nutzungsdauer natürlich geringere Spritkosten, geringere Wartungskosten. Boeing hat da einen anderen Kundenkreis, die sagen, wir benutzen die Flugzeuge 30 Jahre, vielleicht auch 35 Jahre und verkaufen sie dann wirklich, wenn sie eigentlich im Prinzip zum Schrottpreis verkauft werden. Das heißt für Airbus, dass sie etwas niedrigere Herstell- und Entwicklungskosten fokussieren, wohingegen Boeing die etwas effizienteren und vielleicht auch etwas aufwendiger konstruierten Flugzeuge verkaufen möchte. Jetzt gibt es interessante Auswirkungen. Zum einen als klassisches Beispiel der Airbus A320. Die gesamte Airbus A320-Familie, und die gibt es ja von A318, das sind also wirklich die kleinsten Flieger, die vielleicht auch innerhalb Deutschlands, zum Beispiel von Berlin nach München eingesetzt werden, bis zum A321. Und die haben also ein Abfluggewicht zwischen 75 und 100 Tonnen, also schon eine relativ große Spanne. Und trotzdem benutzen die immer exakt den gleichen Flügel. Das ist eine sehr interessante Aussage. Offensichtlich haben die nur einen Flügel entwickelt und haben gesagt, dieser Flügel soll dann für die gesamte Produktfamilie Airbus A320 eingesetzt werden. Boeing hingegen hat mehrere Varianten. Das heißt, die haben zum Beispiel bei der 787 zwei unterschiedliche Leitwerkkonfigurationen und zwei unterschiedliche Flügellängen. Und das führt dazu, dass natürlich die Entwicklung dieser Boeing-Plattform aufwendiger ist als die der Airbus-Plattform. Das spiegelt sich dann hinterher auch in den entsprechenden Zielgruppen wider. Eine interessante Geschichte in dem Zusammenhang ist, die 737 MAX, die ja lange gegroundet war oder auch noch teilweise ist, die hatten ja, die Einschränkung, dass sie die alte 737-Plattform weiter benutzen wollten, weil die sehr erfolgreich war und auch sehr aufwendig ist, so eine neue Plattform zu entwickeln. Und das führte dann dazu, dass die neuen, moderneren Triebwerke, die sie dringend benötigt haben, um geringeren Spritverbrauch durchzuführen oder einzuführen, zu groß waren, um unter diese Plattform eigentlich zu passen. Dann hat man sie stattdessen ein bisschen weiter nach vorne gesetzt und ein bisschen nach oben gesetzt. Und das führte dann dazu, dass das Flugzeug von sich aus eigentlich immer nach oben fliegen wollte. Was natürlich ein Effekt ist, den man so nicht begrüßt. Und da wurde dann diese ja, berühmt-berüchtigte Software eingeführt, die dafür gesorgt hat, dass die Flugzeuge automatisiert eben nach unten geflogen sind. Es hat also seinen Hintergrund letztendlich in der Entscheidung, die alte Plattform weiter zu benutzen. Solche Auswirkungen kann Modularisierung dann manchmal haben. Jetzt möchte ich, bevor ich zum Ende komme, noch einmal kurz darstellen, die realistische Sicht der Dinge. Modularisierung ist ein komplexes Problem. Modularisierung hat Auswirkungen auf den ganzen Produktlebenszyklus und es ist nicht einfach, gut zu modularisieren. Am Beispiel, der Schiffe möchte ich kurz ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt die Anzahl der Passagiere ändere, die ich auf meinem Schiff befördern möchte, dann ändert sich offensichtlich die Größe von meinem Sitzbereich. Die Größe von meinem Sitzbereich hat einen direkten Einfluss auf den Rumpf oder die Hülle. Selbstverständlich muss die deutlich größer sein, um diesen Platz bereitzustellen. Deutlich größer heißt auch, ich brauche mehr Leistung, um diese Hülle mit der gleichen Geschwindigkeit, weil diese Anforderung hat sich ja nicht geändert, durchs Wasser zu bewegen. Speziell bei meiner batterieelektrischen Fähre heißt das, ich brauche deutlich mehr Batterien. Und jetzt habe ich das Problem, auf einer konventionellen Fähre baue ich einfach einen Tank, einen größeren Dieseltank ein, der wiegt dann 200 Kilo mehr und dann ist das Problem erledigt. Hier hingegen muss ich vielleicht 2 Tonnen zusätzlich unterbringen, nämlich 2 Tonnen zusätzlich an Batterien.
Das heißt wiederum, ich brauche eine größere Hülle und ich brauche eine stärkere Antriebseinheit und dann gibt es hier so einen kleinen Kreislauf, bis man dann das Optimum identifiziert hat. Das Ganze soll zeigen, selbst mit der Änderung von nur einer Anforderung kann so ein Schiff komplett anders aussehen. Und ich bin mir sicher, Sie kennen solche Probleme auch aus dem eigenen Haus. Zum Beispiel bei einer Fertigungsmaschine, wenn ich jetzt eine Spritzgussmaschine entwickeln möchte und ich habe einmal sehr kleine Werkzeuge oder ich lege sie für sehr große Werkzeuge aus, sind entsprechend meine Aggregate ganz unterschiedlich. Und mit einem größeren Aggregaten brauche ich ein größeres Maschinenbett. Und so gibt es auch da Effekte, die durchaus nicht einfach zu beherrschen sind. Deshalb ist Modularisierung ein sehr komplexes Thema und die Effekte sind in vielen Fällen sehr positiv, aber der initiale Aufwand, um so eine modulare Produktarchitektur aufzustellen, ist auch sehr hoch. Und das bringt mich zur Zusammenfassung. Ganz zu Beginn möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass letztendlich für den Kunden modularisiert wird. Das heißt, die Bedürfnisse des Kunden sollen ja individuell befriedigt werden. Das möchte ich erreichen, indem ich eine hohe externe Vielfalt anbiete und gleichzeitig die interne Komplexität so gering halte, wie es nur eben geht. Dabei möchte ich einmal kurz Henry Ford zitieren, der gesagt hat: If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Das soll nur heißen, die Anforderungen, die ein Kunde direkt an das Produkt stellt, sind nicht und entsprechen nicht unbedingt seinen Bedürfnissen. Deshalb muss man sich sehr gut überlegen, wo man mit der Modularisierung beginnt. Zusammenfassend zum Vorgehen habe ich ja gesagt, man muss erstmal einmal die Zielsetzung klären. Was ist eigentlich die Zielsetzung von meiner Modularisierung? Welchen Bereich im Produktlebenszyklus möchte ich besonders optimieren? Dann muss ich eine dazu passende Produktstrukturstrategie auswählen und muss dann eine Produktarchitektur im weitesten nach RFLP aufstellen. Abschließend kann ich dann Module ableiten. Und im Ergebnis habe ich dann diese anpassbare Architektur mit den wiederverwendbaren Modulen, die mir diese Effekte ermöglicht. Demgegenüber stehen auch einige Herausforderungen. Es wird halt der gesamte Produktentwicklungsprozess umgestellt mit den entsprechenden Implikationen, vor allen Dingen an die Mitarbeiter. Wir entwickeln uns davon weg, einzelne Produktfamilien oder einzelne Erzeugnisse zu betrachten, hin zu ganzen Produktfamilien. Das macht die Entwicklungsarbeit natürlich viel komplexer. Und man muss zunächst abstrahieren von der physischen Form eines Produktes, von den CAD-Daten, wenn man so möchte, und muss über Funktionen reden. Und das ist in der klassischen Entwicklung durchaus ein großer Schritt. Außerdem bedarf es neue Software, die diesen Prozess unterstützen. Das heißt, so eine Produktstruktur gemeinsam zu entwickeln und aufzustellen, das muss natürlich durch eine gute Software unterstützt werden. Und damit bin ich am Ende von meinem Vortrag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung.